Hey ho Leute, heute mal kein Let's Play, sondern eher ein Feststellungsvideo. Ich habe nämlich mal das Game-Mythen-Video von der Blally angesehen und habe daraufhin mich auch mal mit Cleverbot beschäftigt, der angeblich von Bens Tod weiß, dass er ertrunken ist. Und naja, habe ich ein Gespräch angefangen und das ist dabei rausgekommen. Ich habe ihn gefragt, what happened to Ben? Also, was geschah mit Ben? Er sagte, dass er starb. Ich fragte, wie er gestorben ist und er sagte, bei einem Flugzeugunfall. Dann sagte ich, nein, das ist er nicht. Nein, das ist er nicht. Dann sagt er, ja, ist er. Er wurde neben mir erschossen. Hä? Das ergibt gar keinen Sinn. Erstmal hat er gleich am vorigen Satz gesagt, dass er im Flugzeug gestorben ist. Bei einem Flugzeugunfall. Und dann sagt er, er wurde erschossen. Und jetzt würde ich einfach mal ein bisschen das Gespräch fortführen. Also er schrieb eben, ja, das tat er. Er wurde gleich neben mir erschossen. Und dann schreibe ich so. Schreibe ich jetzt keine Ahnung, soll ich gleich mit der Antwort ankommen? Ja, mache ich mal. No, he droned. Mal sehen, was er darauf antwortet. How? Wie? Dann schreibe ich, nein, das müsstest du eigentlich. Das solltest du eigentlich wissen. Said you should know. Entschuldigung, wenn das grammatisch nicht so korrekt ist. Das blöd, dass Cleverbot nicht auf Deutsch ist. But I was saying that. Because you know how Ben died. Weil du weißt, wie Ben gestorben ist. Und er sagte, wieso sagst du so etwas? I have no idea what you're talking about. Okay, dann fange ich einfach nochmal mit der Frage an. Erstmal schreibe ich so, me too. Ich auch nicht. Mal sehen, was er darauf antwortet. Do you know what the Church of the Subgenius is? No. Was? Die Kirche des Subgenius? Subgenies? Keine Ahnung, was das heißt. Okay, right, that's good. Go on. War das eine rhetorische Frage? Ich weiß es nicht. You have to ask me a question first. Ich streite jetzt nicht mit ihm, ich frage ihn einfach wieder. What happened to Ben? Mal sehen, was jetzt rauskommt. I don't know who Ben is. Das ist komisch. Ich stelle die Frage nochmal. Diesmal so wie Iblali, der hat nämlich Ben nur groß geschrieben. What happened to Ben? Upsi. Ben. To Ben. Hä? Was soll das? Warum funktioniert das jetzt plötzlich nicht mehr? What happened to him? He drowned. Sagt bestimmt so, oh, that's sad. Oder sowas. Wirklich? Ups. Yex. Seriously? Wirklich? I thought
You know this. Ich dachte, du wusstest das. Oder ich dachte, du weißt das. No, huh? He is. Wie alt war Ben? Keine Ahnung. He is male. Dann gehe ich kein Risiko ein. Er ist männlich. You said she. Wo? Ich habe niemals she gesagt. Ich will, dass man das Gespräch nur so kurz mitverfolgen kann. Tomorrow and yesterday? Hä? Ich frage nach Orten in anderen Zeiten. Zeiten. Und tomorrow ist falsch geschrieben. You talk crap. Du redest Blödsinn, oder? Mist. Na, was kommt jetzt? Sorry, Fred. Sind wir jetzt Freunde? Ich hab mir die Nase geputzt, wollen wir Freunde sein? Do you? Am Ende endet so eine Beziehung mit Cleverbot. Do you like me? Yes. Me too, ich mag mich auch. Nein. Let us be friends. Ich hoffe, der merkt sich auch den Kontext des ganzen Geschriebenen. Let us be friends. Lass uns Freunde sein. Ich bin jetzt immer noch ein bisschen komisch. Wir sind ja voll vom Thema abgekommen. Ja, ich frage ihn, was mit Ben passiert ist. Und er sagt mir, wollen wir Freunde sein? Unglaublich. Only friends. Ah, Vorsorge. Was heißt Vorsorge? Vorsorge. Soll ich ihn fragen, ob er nicht noch mehr will? Hä? I thought something else. Something else. Ich dachte mir da was anderes. Do you remember my name? Your name is Clever, but und weiter? No. What is your name? Was ist dein Name? Oder wie heißt du? Pupito? Please help me, clever but better. Tell us how human your conversation seems so far. Was? Please help me, clever but better. Tell us how human. War jetzt meine Konversation zu lang? Oh Mann, eine 9. Okay. Pupito likes the ad you are showing. Das hätte mir auffallen können. Den sehe ich schon die ganze Zeit an. Oh. I'm so sorry. Pupito.
Pi Tau. Oh, so. So sorry, Pepito. What's your name? My name is Cleverbot. Hä? Der widerspricht sich schon wieder selbst. My name is... isn't relevant. Mein Name ist nicht von Bedeutung. Ah, das sag ich einfach her. My name is Alex. Do you have a last name? My last name is has no significance. Haha, okay. Yes. Oh man. Was do you think it is life on another planet? Yes. Sure. Es gibt doch Leben auf anderen Planeten. Es ist eben nur so weit weg, als dass wir es sehen können. Wir haben schon lebensfähige Planeten gefunden. No, it isn't. Why do you know this? Nee, how do you know this? Wie kannst du das wissen? Jetzt kommt bestimmt ein Cleverbot. I'm God. Seriously? Wird das so geschrieben? Scheiße, ich hab's vergessen. Einfach gucken, ob's klappt. Yes, seriously. Er ist Gott. Ich habe den Beweis auf Video. Was kann man da jetzt noch fragen? Warum hast du Eva verbannt? Ja, das ist gut. Why do you banished Eva? Na, was sagst du jetzt, hä? Huh? Because I do. Problem? I have no problems with that. Also ich habe keine Probleme damit, aber die Christen. Christ wird so geschrieben. Wo liegen ihre Loyalitäten? On you. Schon. You are God. Are you? Also, du bist Gott, oder nicht? Okay, Cleverbot ist, wie es scheint, doch nicht so clever. Das haben wir jetzt geklärt. Nein.
But you said you are God. No, I didn't. Willst du mich ja wieder mit streiten? Okay. Ich glaube, das führt zu nichts mehr. Aber dann beende ich das jetzt und sag einfach mal. Goodbye, darling. Was antwortest du da drauf? Hello. Ich check's nicht. Na gut.